Was geht YouTube? Marcel zu dem Skorpion ist back am Start hier für euch. Wenn dieses Video hier rauskommt, habt ihr es wahrscheinlich schon gecheckt. An meinem Geburtstag, also am 17.12. habe ich bzw. lade ich einen Track hoch. Ich wollte euch mal ein bisschen mitnehmen dazu. Also ich sehe ohne Bart echt so scheiße aus. Ich hoffe, der kommt schnell wieder. Ich wollte euch ein bisschen so mitnehmen, wie das jetzt so ist, wenn man sowas macht, von Anfang bis Ende. Wir haben jetzt schon die letzten Tage so viel geschrieben und so weiter und so fort. Das ist nicht mehr normal. Also Meisel hat mir wieder geholfen, aber ich habe auch viel geschrieben. Also wir haben schon da gegenseitig gut geholfen für diesen Track. Also falls ihr mir irgendwas zum Geburtstag schenken wollt, dann schenkt mir auf jeden Fall, dass ihr euch diesen Track gönnt, Leute. Das würde mir echt viel, viel bedeuten. In diesem Video hier werde ich noch ins Studio fahren, einen Track aufnehmen. Da werdet ihr ein paar Leute kennenlernen. Dann werde ich auch mit BA morgen das Video drehen. Das heißt, morgen ist der fette Dreh auch noch. Werde ich auch ein bisschen in den Kulissen mitnehmen. Und das fertige Video hat mich auch viel Geld gekostet dann. Aber letztendlich habe ich einfach Bock drauf gehabt, mir dieses Ding selber zum Geburtstag zu schenken, sozusagen. Also ob ihr es feiert oder nicht, müsst ihr selber sagen. Wie gesagt, wenn ihr mir eine Freude machen wollt zu meinem Geburtstag, dann gratuliert mir nicht in den Kommentaren, sondern hört euch den Track auf jeden Fall mal an und teilt ihn, wenn er euch gefällt. Das sind so Sachen, die würden mir natürlich extrem weiterhelfen. Und ich würde sagen, Leute, wir müssen jetzt noch ein bisschen Text lernen, weil ich muss in einer Stunde los und ja, das sind die besten Uhrzeiten. Wir haben es nämlich jetzt gerade mal, gucken wir mal, 23 Uhr. Ah, mein Taxi ist gleich da, sehr gut. Und wir fahren dann gleich noch ins Studio, wie gesagt, und dort geht's dann weiter. Das heißt, ich muss den Text jetzt mal noch ein bisschen lernen. Let's go. Oh, der Champion ist back. Motherfucker, nimm mich denn zu dem Mess. Leute, jetzt hänge ich die ganze Zeit an derselben Stelle. Das ist wieder ganz voll oft so. Manchmal hängt man einfach an denselben Stellen die ganze Zeit. Das ist so wie beim Auswendiglernen in der Schule. Oder ich sehe so scheiße aus ohne Bart. Das ist ja nicht mehr normal, Leute. Ich sehe echt aus wie so ein nacktes, fettes Baby, Alter. Ohne Scheiß. Man kann man nichts machen. War natürlich jetzt dummes Timing, dass ich das Musikvideo morgen dann ohne Bart drehen muss. Aber kann man nichts machen, Leute. Ich habe gerade noch was Neues reinbekommen. Und zwar mein Beatmischer. Das ist das Lustige, ist ja, das ist der Uderzo, ne? Und den kenne ich schon seit 2012 einfach, Leute. So lange kenne ich den schon. Ja, und heute werden wir das erste fette Ding zusammen machen. Und er meinte, nachdem er die erste Testversion gehört hat, folgendes. Jo, Dicker, hat mir hier gerade die neueste Version gegeben. Alter, das wird ein krasses Ding werden, Alter. Da hätte ich Bock drauf, Alter. Es wird fett, Alter. Ja, mit dem werde ich es gleich komplett produzieren und es ist jetzt eine lange Nacht und morgen wird ein langer Tag beim Aufnehmen. Wie gesagt, das Video kommt dann heute um 18 Uhr online. Also wer das heute um 18 Uhr verpasst, der hat echt einiges verpasst, um es mal so zu sagen. Hauptsache, er hat zu mir gesagt, ich soll Kopfhörer mitnehmen. Ich nehme natürlich Gaming-Kopfhörer mit. Ganz klare Geschichte. Ja, also heute reicht es nicht fürs Studio zu Hause, sondern heute geht es echt ins... Also ist auch ein Home-Studio, aber natürlich trotzdem ein bisschen was anderes. Sehe ich nicht aus wie ein cooler Musiker, Leute. Sie baut hier noch die Möbel auf, hallo. Hallo. Okay, Leute, wir sind jetzt hier im Studio. Sag mal, hi, was geht? Yo. Das ist mein Mixer-Boy sozusagen, den wir jetzt aufgenommen haben, der mir hier bei allem hilft. Und passt mal auf, Leute, das ist eigentlich unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Guck mal bitte, wie spät es ist. Wir sind jetzt hier. Da sieht man das? Ne, sieht man es nicht, aber es ist doch da. 5.29 Uhr, wir waren jetzt hier 6 Stunden am Arbeiten. Alter. Aber hat sich gelohnt, Alter. Ja, ich hoffe, es hat sich gelohnt. Also, das werdet ihr dann im Endergebnis später hören. Es war echt anstrengend. Ich habe es gedacht, es wäre viel, viel einfacher. Leute, ich bin so im Arsch und morgen ist schon der Videodreh ab 16 Uhr. Und es ist jetzt schon, also in 10 Stunden geht der Dreh los. Also, jetzt kannst du den Text auf jeden Fall auswendig, Alter. Ja, also morgen, wenn ich aufwache, auf jeden Fall. Das kennt man doch. Kennst du das von Vokabeln? Wie war es früher in meiner Schule? Ja, so reden, Alter. Ich konnte sie abends nicht und morgens beim Achten aufwachen konnte ich sie dann. Ja, du träumst wahrscheinlich davon. Ja, jetzt, Alter. Ja, Alter, ey Leute, ich habe manche Textzeilen so oft, muss ich die wiederholen, bis die einigermaßen normal geklungen haben. Also, was ist das eigentlich für ein scheiß Pickel hier? So Leute, ihr seid wahrscheinlich schon gespannt auf das Endergebnis und hier kommen jetzt die ganzen Spuren. Wie viele Aufnahmen haben wir? 160? Genau. Okay. Also Leute, ihr hört schon, da sind schon einige Klänge zu hören. 160 Spuren hier an diesem Mikrofon aufgenommen. Sieht es ein bisschen unprofessioneller aus, als es tatsächlich ist, weil es eigentlich voll krass ist. Meine Wasserflasche habe ich so ausgetrunken, weil ich so Halsschmerzen hatte. Also auf jeden Fall, wenn ihr irgendwo Musik macht, geht zu dem Typen hier, Leute. Ohne Witz, der hat's drauf, Mann. Jo Leute, nächster Tag ist angebrochen. Wir sind hier in den Kulissen und ich bin mit meinen beiden Video-Boys hier. Das ist natürlich einmal Berlins Finest. VA, was geht? Was geht? Und Kameramann wird heute sein, der Koi. Was geht ab? Was geht? Und also mit dieser Crew muss es ja ein fettes Video werden, Leute. Heute Abend 18 Uhr, wer das nicht sieht, was ist mit dem? Der kann man vergessen, der oder? Der hat auf jeden Fall was verpasst im Leben. Ja, also das kann man auf jeden Fall sagen. Wir haben den Sound gerade schon gehört, ihr dürft ihn ja noch nicht hören. Aber ich würde sagen, noch ein paar Feinschliffe, klingt auf jeden Fall schon ganz cool. Und wir fahren gleich zum Potsdamer Platz, paar Locations. Und das ist ja auch mein erstes Musikvideo, also deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie das läuft. Aber kriegen wir hin, oder? Perfekt. Okay, Leute, wir sind jetzt beim Drehort angekommen. Haben noch eine neue Version bekommen. Alter, mein Gesicht ist so eingefroren, es ist so kalt. Wir bauen jetzt hier gerade beim Kulturforum Licht auf und so.
Hat noch nicht angefangen. Alter, das ist schon krasses Licht so. Sieht schon heftig aus. Und Alter, Leute. Es ist so kalt. Kennt ihr noch die Kinder früher, die auf dem Schulhof immer so machen? Und dann ist es gar kein Rauch, sondern es ist das. Das mache ich auch gerade. Ich bin auch eins von diesen Kindern. Jetzt geht's noch zur letzten Location. Es ist jetzt schon wieder fast 0 Uhr, also 23.10 Uhr oder so. Also Leute, die Crew ist hier am Start. Da sind auch neue dazugekommen. Der zum Beispiel und der da. Und ja, auch haben sich mit reingesneakt. Keine Ahnung, wie die heißen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Leute, heute 18 Uhr, habe ich es eigentlich schon erwähnt, auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Wenn nicht, dann schaut doch heute mal um 18 Uhr auf meinem YouTube-Kanal vorbei.